Hallo. Ja, ich habe Neuigkeiten zum Vorkurs Mathematik im Sommer 2020. Der läuft von Juli bis September 2020 und da habe ich jetzt hier den Lehrplan erstellt. Ich möchte aber direkt dabei sagen, ihr könnt jetzt schon anfangen zu lernen, weil der Stoff ist ziemlich umfangreich. Und deshalb habe ich dahinter geschrieben, bitte vorlernen. Ja, also die Videos existieren zum größten Teil schon. Ein paar Videos muss ich noch nachreichen. Ja, das Lehrbuch für den letzten Block hier unten könnt ihr auch schon bestellen. Das heißt komplexe Zahlen. Das ist von mir selber. Ist aber zurzeit nur über Amazon erhältlich. Gut, fangen wir mit dem Juli an. In der ersten Woche, da geht es einmal um die Aussagenlogik, dann um die Mengenlehre, dann geht es um Relationen. Das ist so eine Verallgemeinerung einer Funktion. Und dann werden wir die Funktionen betrachten, und zwar müssen wir da klären, was heißt Surjektivität, Injektivität und Bijektivität. Ja, und dann noch die Beweistechniken, die sind auch ganz wichtig, denn im Studium wird eben viel bewiesen. Gut, noch zwei Anmerkungen. Ich habe ja Videos zur Logik gemacht, also zur Aussagenlogik. Die solltet ihr noch nicht angucken. Da sage ich euch dann später noch, was ihr lernen müsst, weil die gehen so weit, die gehen so tief in die Materie rein. 99% der Leute brauchen die nicht, zumindest nicht auf diesem Niveau. Und auch die Beweistechniken sind jetzt nicht so wichtig, wenn ihr irgendwie so einen Bachelor in BWL macht oder so. Ja, das ist eben mehr so für Mathematiker. Ja, dann kommen wir zur zweiten Woche vom 6.7. bis 12.7. Da könnt ihr schon vorlernen. Da geht es um einfache Arithmetik, also Priorität der Rechenoperation, Ausklammern, doppeltes Ausklammern und so weiter. Ja, genauso in der nächsten Woche. Da geht es um Potenzen, Wurzeln, Logarithmen. Da habe ich Videos, das könnt ihr euch schon mal angucken. Also die erste Woche, da noch nicht so viel gucken. Hier zweite und dritte Woche, das könnt ihr euch schon mal alles angucken. Gut, in der nächsten Woche vom 20. bis 26.7., da geht es um quadratische Gleichung und um die quadratische Ergänzung. Ja, da sagen viele Leute, wozu brauche ich die quadratische Ergänzung, wenn ich das Gleiche doch mit der Lösungsformel für quadratische Gleichung machen kann? Ja, ganz einfach, diese Lösungsformel muss ja irgendwo herkommen. Ja, und dazu brauche ich die quadratische Ergänzung. Außerdem brauche ich sie noch an verschiedenen anderen Stellen der Hochschulmathematik, wo ich also nicht mit den quadratischen Gleichungen weiterkomme. Gut, dann gibt es noch Skalar- und Vektorprodukt in dieser Woche und dann sind wir fertig. In der nächsten Woche, da geht es dann um andere Gleichungen, um Potenz, Wurzel, Exponential- und Logarithmusgleichung. Ja, dann sind wir beim zweiten Block, das ist der August. Da beginnen wir in der ersten Woche mit Ungleichungen. In der zweiten Woche, da machen wir dann die Ungleichungen noch weiter, weil das werden wir nicht alles in einer Woche schaffen. Aber wir machen dann auch noch Allgemeines zu Funktionen, zum Beispiel zu Verschiebungen. Ja, in der dritten Woche wiederholen wir dann kurz die Differentialrechnung, das heißt Summen, Faktor, Produktquotienten und Kettenregel. In der vorletzten Woche des zweiten Blocks, da beginnen wir mit der Wiederholung der Integralrechnung und da wiederholen wir die Summen- und die Faktorregel. Gut, da werdet ihr jetzt vielleicht fragen, gibt es nicht sowas wie eine Produkt-, Quotienten- und Kettenregel? Nein, die gibt es nur bei der Differentialrechnung. Bei der Integralrechnung gibt es sowas nicht. Ja, stattdessen gibt es Techniken, die nennen sich Integrationstechniken und die helfen da manchmal weiter. Und zwar ist das die Substitution, die partielle Integration und die Partialbruchzerlegung. Ne? Die helfen meistens, aber nicht immer. Gut, also ich wiederhole nochmal. Bei der Differentialrechnung, da gibt es fünf Regeln: Summen, Faktor, Produktquotienten und Kettenregel. Bei der Integralrechnung gibt es nur zwei Regeln, nämlich Summen- und Faktorregel. Ja? Und in allen anderen Fällen, also wenn ich Produkte, Quotienten oder verkettete Funktionen habe, da muss ich dann hier mit der Substitution oder der partiellen Integration oder der Partialbruchzerlegung arbeiten.
So, dann kommen wir zum letzten Block. Da geht es zunächst einmal um Differentialgleichungen erster Ordnung. Also Differentialgleichungen sind ein ganz großes Thema in der Mathematik. Das sind Gleichungen, in denen Ableitungen vorkommen. In der Schule lernt man die normalerweise nicht kennen, die lernt man nur an der Uni. In der zweiten Woche werden wir die komplexen Zahlen durchnehmen. Da habe ich auch ein Lehrbuch drüber geschrieben, habe ich ja oben schon erwähnt. Das gibt es, wie gesagt, nur bei Amazon. Zumindest im Augenblick. Ja, und diese komplexen Zahlen werden wir dann anwenden in der dritten Woche auf homogene, lineare, gewöhnliche Differentialgleichung zweiter Ordnung. Ja, also da nehmen wir nur den einfachsten Fall inhomogene Differentialgleichung. Da habe ich zwar auch Videos drüber, aber die behandeln wir nicht und die Operatormethoden auch nicht. Ja, und in der letzten Woche, die ist ein bisschen kurz, die dauert nur 3 Tage, da geht es um abstrakte Algebra, also um Gruppenkörperringe und Vektorräume. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema in der Hochschulmathematik. Ja, dann möchte ich noch ein Video machen, das habe ich hier unten drunter geschrieben, wie man überhaupt erfolgreich lernt. Na, da geht es zum einen um Zeitmanagement, dass man sich hier nicht verzettelt, sondern sich so einen Plan immer macht und sagt, diese Woche lerne ich das, diese Woche lerne ich das und so weiter. Dann geht es um gesunde Ernährung. Also viele Leute haben einen sehr hohen IQ, aber die können den IQ nicht umsetzen, weil ihnen die Nährstoffe fehlen. Nährstoffmangel führt zu Intelligenzminderung. Wissen viele nicht. Die haben mal irgendwann einen IQ-Test gemacht, der war wunderbar und trotzdem erreichen sie nichts im Studium. Ja, und natürlich ist der Sport wichtig. Dieses Sitzen, also als Wissenschaftler sitzt man ja den ganzen Tag. Das ist natürlich Gift für den Rücken und für die Gelenke. Da muss man ganz spezielle Dehnübungen machen. Man muss Kräftigungsübungen machen für den Rücken. Und man muss die Ausdauer trainieren, denn dadurch habt ihr mehr Sauerstoff im Blut. Und dann funktioniert auch das Gehirn besser. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Vorlernen. Offiziell geht es also am 1.7. los. Aber ihr könnt euch die Videos ja schon mal angucken. Aber vertrödelt nicht zu viel Zeit. Immer an das Zeitmanagement denken. Hier nicht so viel Logik machen. Das ist so ein Spezialthema für Mathematiker eher. Aber hier das andere, was Schulmathematik ist, das könnt ihr euch ja schon mal angucken. Weil der Stoff ist ziemlich umfangreich für 3 Monate. Da ist es gut, wenn ihr schon mal etwas vorlernt. Und immer dran denken. 5-mal am Tag Obst und Gemüse, das hilft auch. Und ein bisschen Sport machen, da lade ich dann auch noch ein Video zu hoch. Ja, das war's erstmal. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare. Auf Wiedersehen.